Liebe Trader, mein Name ist Dirk Legan. Es ist Samstag, der 6.11.2021 und ich begrüße euch heute zum Teil 4 meiner Serie Loro Options Trades. Was habe ich mit euch heute vor? Ein sehr spekulativer Trade, und zwar genauer gesagt ein Plug Power, eine Aktie, mit der ich mich fundamental halt ein bisschen beschäftigt habe. Wollte ich euch gerne diesen Trade zeigen, aber da der sowieso sehr spekulativ ist, ganz wichtig hier gleich als erstes eingeblendet der Disclaimer, der Haftungsausschluss. Also dieser Trade, den ich euch heute zeige, das ist natürlich ja sehr spekulativ und soll keine Anregung sein, um selber diesen Trade einzugehen. Und wenn ihr das macht, naja gut, dann auf eigene Verantwortung. Hier seht ihr nochmal, ich verzichte auf das Vorlesen, also für das, was ich euch zeige, dient letztendlich der Schulung, ist keine Handlungsanweisung, um wie gesagt diesen Trade selber einzugehen. Man kann es aber ganz gerne zum Lernen, empfehle ich auch jedem, wenn jemand das verstehen möchte, sollte man es unbedingt als, ja, als Paper-Trade halt verfolgen. Auch das geht ja wunderbar heute, wenn ihr halt diesen Trade am Anfang einfach nur mal als einen Screenshot macht, euch die Werte der Optionen aufschreibt, beziehungsweise der Kombination, dann kann man ja gerade auch, wenn man ja sozusagen durch teilnehmende Beobachtung oder besser gesagt in diesem Fall nicht teilnehmende Beobachtung doch auch eine ganze Menge lernen. Okay, in dieser Serie geht es ja vor allem darum, dass ich euch versuche nahezubringen, warum ich Trades eingehe, wie ich die aufsetze. Es gibt da ja mal x Varianten, das ist gerade so die Hauptarbeit als Optionstrader, dass wir doch sehr viele Möglichkeiten haben, an verschiedenen Schrauben zu drehen. Und manchmal dauert es auch relativ lange, bis man also sozusagen mit dem Design, mit dem Ergebnis zufrieden ist. Also gut, da kann man sich unendlich mit beschäftigen. Aber anyway, darum geht es vor allem. Lernen an realen Trades. Und das ist, denke ich mir, wichtiger als jetzt irgendwie ja, theoretisch aus dem Buch irgendwie zu lernen, sondern wirklich an praktischen Beispielen. Okay, dann lasst uns starten. Ich benutze hier wieder die Sink or Swim Plattform, aber letztendlich braucht man jetzt erstmal für den Chart eine Chartanzeige, was hier integriert ist. Und natürlich braucht man einen vernünftigen Optionsrechner für diese Geschichten. Das ist hier jetzt kein sehr komplexe Strategie, aber auch dafür ist vielleicht ein ganz guter Optionsrechner geeignet. Okay, wenn man sich das hier mal anguckt, Plug Power hatte einen ziemlichen Run, ne, in dieser Phase von hier bis hier, Hochpunkt etwa so Februar 2021, die sind also super gelaufen und dann gab es halt den größeren Drawdown. Danach eine längere Seitwärtsbewegung und jetzt hat das wieder so seine Bewegung wieder nach oben. Was interessant ist, vor allem das fundamentale Thema, was machen die Plug Power, die stellen halt Batterien unter anderem her, die eben auf Wasserstofftechnologien beruhen. Und deswegen, das ist eben auch Modethema, ein sehr interessanter Bereich, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ich bin kein Ingenieur, kenne mich da auch nicht aus mit diesem Bereich. Stark, aber was man so halt so liest, klar, das wird natürlich immer hier jedes Mal eine neue Sau durchs Dorf getrieben, ne? Neues Thema, aber ich denke mir, es ist durchaus interessant, darauf zu setzen, aber wenn ich darauf zu setze, sozusagen auf einen Aufwärtstrend, kann man gleich, also Fortsetzung dieses Aufwärtstrends, dann möchte ich da auch nicht zu viel riskieren, aber wenn das tatsächlich wirklich doch mal so wieder so ein Thema wird, ne, oder noch verstärkt wird, gerade hatten wir ja die Klimakonferenzen, da wird das auch ein großes Thema sein. Plug Power als US-Unternehmen könnte vielleicht auch von dem Programm von Biden profitieren, ne, dass man sozusagen mehr auf Clean Energy setzt. Das sind also ganz kurz zusammengefasst halt die fundamentalen Daten. Interessant ist auch bei Plug Power, dass sie eben viele Kooperationen mittlerweile eingegangen sind mit vielen großen Unternehmen, die eben auch offensichtlich erkannt haben, dass das durchaus hier eine Technologie mit Potenzial ist. Und gut, das muss natürlich nicht weiter nach oben laufen, aber die Idee ist halt, okay, mal vergrößern wir es mal, dass dieser Trend sich halt fortsetzt, dass wir doch vielleicht so ja Richtung 60, 50 da vielleicht laufen können. Ich mache das natürlich deswegen mit Optionen, weil man dann eben auch den Einsatz so bestimmen kann, dass man eben auch nicht allzu viel riskiert, wenn man denn daneben liegt. Ne? Wir sehen auch gerade zuletzt, ne, die letzten 3-4 Tage ist dann Plug Power auch schön zurückgekommen, ist hier auch beim RSI, ja, jetzt bei 15. Ich habe den Trade schon
bisschen laufen, ein bisschen länger schon laufen, aber überlege da vielleicht sogar auch ein bisschen nachzukaufen. Also das Ding ist günstig, wie wir gleich sehen werden. Schauen wir uns das erstmal im Graphen an. Na, den nicht mehr, den hatten wir erst gemacht. So, Plug Power, das Kürzel ist PLUG. Ich mache das hier gleich mal auf, ist nämlich was klickt, nochmal neu, Plug. Ne? So sieht das Ding aus. Also ich bin großer Fan, wie er zum Teil schon mitbekommen hat, von Condor. Früher habe ich viel mit Butterflies gearbeitet, aber der Condor gefällt mir halt besser, weil er halt einen größeren Zielbereich abdeckt als der reine Butterfly. Ist ja letztendlich dieselbe Klasse. Ne? Und letztendlich der Condor unterscheidet sich vom Butterfly nur dahingehend, dass man sozusagen die beiden inneren verkauften Legs auseinanderzieht, dann ist das halt ein Condor. Ne? Also wir haben ja hier ein Condor zum Beispiel 50, 60, 65, 70. Ne? Ich zeige euch gleich mal so ein paar Varianten. Laufzeit ist hier der Januar Monthly, 21. Januar 2022. Und wir können jetzt mal vielleicht auch erstmal ein Butterfly basteln, das ist relativ leicht. Ne? Die inneren beiden sind verkauft, ne? Außen 50er Core gekauft, ganz außen 70er gekauft und die beiden inneren verkauft. Und wenn man daraus denselben Strike-Preis macht, das jetzt dann allerdings auch gleich asymmetrisch, ich stelle den jetzt hier mal auf 60, ne, dann ist daraus ein Butterfly geworden, ne, sogar ein symmetrischer. Ne. Ich stelle es jetzt mal wieder zurück. 65, dann haben wir dieses asymmetrische Teil, was ich hier sozusagen am Laufen habe. Dieser Condor ist so ähnlich, wie wir das im dritten Teil gesehen haben, sozusagen bei, ja, eine ähnliche Struktur letztendlich wie beim Diagonalspread, den ich euch da gezeigt habe. Also der, was da ähnlich ist letztendlich, dass man hier halt auf der oberen Seite auch nicht mehr runterfällt. Ne? Beim Rhein-Butterfly habe ich halt meine Zielzone und da will ich hin. Und hier bin ich halt da oben eben noch dabei. Da, warum mache ich das? Weil wenn es nach oben läuft, ich kann es nicht abschätzen. Ich kann nicht abschätzen, wie stark jetzt Plug Power, ne, nach oben powert, ne, und ich möchte dann eben auf der anderen Seite, wenn ich dann schon richtig liege, nicht unbedingt runterfallen. Also ein sehr, sehr spekulativer Trade, wobei man dazu sagen muss, das Risiko, das Einsatzrisiko, wir rechnen jetzt immer mit einem Condor, ne, für einen Condor sind $73 aktuell, das ist also begrenzt, ne, und also wir haben einen maximal theoretischen Gewinn von nicht ganz $1000. Das finde ich ganz okay. Man kann da ja auch noch nachkaufen, wenn man meint, das läuft so in die richtige Richtung. Im Moment habe ich das damit erstmal angefangen mit diesem Teil. Und wie gesagt, ich habe diesen Condor dahingehend gebrochen, nicht so wie wir das kennen, dass sozusagen auf der einen Seite man sozusagen überhaupt kein Risiko hat, sondern ich habe den auf der anderen Seite so gebrochen. Also hier habe ich diesen nicht 50, 60, 65, das wäre dann 75, wäre dann ein symmetrischer Condor. Ich habe den eben, der Nachteil ist eben, ja, der steigt dann eben nicht ganz so stark, wie ich es eigentlich haben möchte. Ne? Ich habe ja schon gesagt, ich gehe eben noch ein bisschen näher ran von 75 auf 70, das wäre hier ein symmetrischer Style, gehe auf die 70 und wir sehen, ja super, ne? Das läuft schon stärker nach oben, die T+0-Linie, als das symmetrische Teil. Okay, ja, dann das dazu. Was kann man noch dazu sagen? Ja, klar, Laufzeit ist natürlich immer das Problem. Ne? Wir haben immer bei Optionen immer das Problem, wir müssen uns da irgendwie festlegen, wenn wir jetzt, sagen wir mal, Plug Power direkt investiert in die Aktie, dann hat man natürlich den Vorteil gegenüber den Optionsstrategien, dass man ja das länger aussitzen kann, gegebenenfalls. Aber hier mit Optionen, es muss halt im Laufe der Zeit Januar dann irgendwie in diese Richtung laufen, um letztendlich die Kasse klingeln zu lassen. Okay, dann, ja, was noch? Die haben natürlich demnächst Earnings. Und zwar die Earnings irgendwie jetzt, ja, steht noch nicht fest, aber demnächst werden die Earnings haben diesen Monat im November. Und was noch wichtig ist, was ich euch zeigen wollte, wo ist denn überhaupt mein Exit? Das ist natürlich gut, da sind wir noch weit entfernt. Das kennt ihr auch schon von den anderen Trades. Da liegt hier der Stopp hier, mein Bola-Stopp hier bei 31,48. Da würde ich rausgehen. Würde aktuell bedeuten, wenn wir nochmal den Chart uns hier angucken. Gehen wir mal hier rüber. Ich glaube 31,48. 31,48, ganz so leicht hier zu ziehen, also irgendwo in dem Bereich, ne, dann hätte ich jetzt aktuell ja ein Risiko vielleicht von $50.
So, das ist ja auch so ein Punkt, ne? Also wenn ich daneben liege und das nicht aufgeht, ne, dann gehe ich dann halt raus. Der Stopp ist weit entfernt. Und wenn das Ding aber trotzdem mal richtig ins Laufen kommt, dann kann so ein Konstrukt natürlich durchaus auch entsprechend gut Geld verdienen. Ne? Okay, das ist eigentlich alles, was ich zu diesem Thema zu sagen habe, was mir im Moment so einfällt. Wenn euch das gefallen hat, dann gerne ein Like oder ein Subscribe, gerne auch einen Kommentar dazu. Und wie gesagt, ihr könnt das ja einfach aufbauen, das Ding, euch sozusagen auf eine Watchlist legen und dann beobachten, wie der sich so entwickelt, wenn der sich dann entwickelt. Ne? Kann auch sein, dass der dann, wenn Märkte dann korrigieren, gegebenenfalls dieses Jahr noch, dann wird er vielleicht auch runtergezogen. Aber es ist durchaus ein interessantes Thema. Vielleicht abschließend auch noch der Tipp. Es gibt auch ein ETF zu diesem Thema. Das nennt sich dann, da muss ich selber mal gucken. HY DR, dachte ich. Hydro. Steht wahrscheinlich für Hydrogen. Oder ist es das hier? Nee, Hydro. Gucken wir mal. So, HDRY, da gibt es also auch schon seit kurzem, was heißt seit kurzem? Das ist so ab dem 14.07. letzten Jahres, gibt es hier eben auch ein ETF zu diesem Thema Wasserstoff, Energie. Ne? Also hier, das Ding heißt hier Global X Hydrogen ETF. Da ist Plug Power natürlich auch drin in diesem Paket. Wer sozusagen das Paket treten möchte, ihr seht hier so einen ähnlichen Aufwärtstrend wie bei Plug Power an sich. Ne? Das gibt hier schon ziemlich, läuft auch ganz gut. Ne? Das wäre eine Alternative. Da hätte man sozusagen das Paket und nicht das Einzelwertrisiko. Aber ich habe mich ein bisschen da eingelesen und ich finde eigentlich, also rein subjektiv, dass Plug Power da ganz gut aufgestellt ist in diesem Sektor und deswegen halt dieser Trade. Ja, dann bedanke ich mich bei euch. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like und ein Subscribe. Und dann Gruß aus der Karibik. Hier startet gerade der große Regen. Ne? Vielleicht hört ihr das im Hintergrund. Ne? Das kühlt dann jetzt heute Abend ein bisschen ab. Freue ich mich darüber. Ne? Also macht es gut, habt erfolgreiche Trades und ja, Gruß nach Deutschland. Bis die Tage. Ciao.